Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Pokémon Tutorial TV und dem Projekt Ovalpin. Es geht mal wieder weiter, heute in der Safari-Zone. Und ja, sprechen wir mal mit der Dame, damit wir den Eintritt gerade für 500 Turbo-Dollar bezahlen können. Der Eintritt ist frei. Okay, warum ist der Eintritt auf einmal frei? Der hat doch immer 500 Turbo-Dollar gekostet. Ja, übrigens, ja, dann gehen wir mal direkt zur Safari-Zone. Wir haben nämlich einiges vor hier. Und, boah, das sieht alles anders da aus. Boah, das sieht wirklich alles anders da aus. So, Beutel. Aber die Musik ist cool. So, jetzt müssen wir gerade mal... Denn ich brauche hier ja auch mal das Kunstrad. Hopp, hopp, hopp. Und hopp, hopp, hopp. Eieiei. Oh meine Güte, ey. Es ist aber alles sehr verwinkelt hier, wie ich sehe. Also die Safari-Zone sieht komplett anders aus als vorher. Ein Item. Okay. Also hier gibt es noch sehr viel zu erkunden, wie ich das sehe. Oh, ein Schwarm in der Safari-Zone. Was gibt's denn für einen Schwarm hier? Ah, hallo Mirabler. Hi, ey. Wir sind wahrscheinlich gerade so entkommen. Und TM53 Energieball gehört uns. Oh, Pikachu. Gucken wir uns das mal näher an. Ey, wo bist du denn? Hä, wo sollst du denn sein? Keine Ahnung, wo gerade Pikachu war. Ich hab's nicht gesehen. Ein Dodo. Ich würde mal sagen, das fangen wir, oder? Super selten. Bestimmt gibt es ja auch Pokémon im nationalen Pokédex. Das ist echt klasse. Aber wir müssen uns hier echt umsehen, ne? Weil es ist ein riesiges Areal, so wie ich das gesehen habe. Und es sieht vor allen Dingen vollkommen anders aus als die originale Safari-Zone. Oh Gott. Jetzt musste ich mal sogar gähnen. Übrigens soll gähnen ansteckend sein. Also wenn einer in eurer Gruppe oder bei auf eurer Arbeit gähnt, ja... Kann es sein, dass dann richtig in so eine Gähnlaune kommt. Schlimm. Vor allen Dingen bei diesem Wetter will man auch ehrlich gesagt nichts anderes außer im Bett zu bleiben. Aber ich versuche euch immer hier aus dem Bett rauszuholen mit einer neuen Folge von Projekt Ovalpin. Ich weiß zwar nicht, warum ich Topschutz in der Safari-Zone einsetze, aber egal. Egal. Hauptsache, wir kommen jetzt hier erstmal wieder weg. Heieiei. Seht ihr mal, die Safari-Zone. Ist fast schon ein Special an sich. So, dann würde ich mal sagen, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Hi, hi, hi. Noch mehr TMs. So, was gibt's hier so im Gras? Nichts. Du, Flummer. Wie? Ach, da kann ich ja nicht mal durch. Der Typ ist unfähig zu krabbeln. Heieiei, gut. Falsches Fahrrad, ne? Ich wollte gerade B drücken, hab gemerkt, irgendwie geht's nicht. Heieiei, es gibt sogar versteckte Items, na gut. Kann ja heiter werden, was wir hier alles noch finden. Da oben ist noch eine TM.
Okay. Ich würde jetzt mal spontan darauf plädieren, dass da oben irgendwas rumgammelt. Jo, hopp, hier erstmal gar keinen Schutz, brauchen wir nicht. Sagte doch, hier ist irgendwas. Das sah schon so auffällig aus. So, hier kann man nicht weiter, da kann man auch nicht weiter. Wir gehen hier lang. Oh, das hat sich nach Tauboga angehört, ne? Ey, vom Fahrrad runter, Junge. Halt! Mein Tauboga! Eins meiner Lieblingsbomben ist Tauboss. Komm, das müssen wir einfangen. Ich habe ja ungemein viele Tauboss trainiert. Boah, Schnäppchen fangen. Klick! Klasse! Ey, aber es gibt keinen Safari-Ball, fällt mir gerade auf, ne? Dadurch, dass man hier kein Geld bezahlen muss. Schade, ich hätte mich über die Safari-Bälle gefreut. Aber das ging vielleicht technisch gar nicht mehr. Sehr cool. Habe ich gleich mal Tauboga eingefangen. So, was bist denn du, Kerl? Ja, ich habe schon gemerkt, hier gibt es einige Pumpe, mit denen ich nicht unbedingt rechne. So, was bist du? Ein Wuin genau. Man sieht so ganz schlecht, wo man selbst im grauen Gras ist, ne? So, wohin genau? So, das müsste, glaube ich, sogar im Pokédex von Höhlen sein, wenn ich mich recht entsinne. Dabei gibt es nur, wohin genau in der Safari-Zone zu fangen. Mir bis jetzt ein Rätsel, warum es immer im Höhlen-Pokédex drin war. Jedenfalls hier, wohin genau. Es müsste wirklich im Höhlen-Pokédex drin sein. Wir gucken es aber einmal noch im. Ja, wir gucken es extra nochmal einmal an. So. Ich glaube, es müsste aber wirklich im Dings-Pokédex drin sein. Ja. Dann ist Iso aber auch im Pokédex für Höhen drin. Und das ist nicht so toll, weil dann muss ich ein Ei legen und wohin genau ein bestimmtes Item zum Tragen geben, damit es überhaupt Iso schlüpft. Ich glaube, es war Lachsrauch. Sicher bin ich mir aber nicht mehr. Uah, da fragt ihr mich was, ob das Lachsrauch war oder Glücksrauch. Obwohl, Glücksrauch kann es gar nicht sein, weil Glücksrauch gab es noch gar nicht in der dritten. So, hier können wir einfach runterrutschen. Alles sehr verwinkelt hier irgendwie. Sag mal, hier sind nur so alte Opas. Und da oben ist ein, ja, und da wollte ich gerade sagen, da oben ist tatsächlich noch ein Megastein. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. So, gucken wir mal, dann surfen wir. Kurz. Eieiei, das ist hier. Was war das? Nein, das war irgendein seltenes Pokémon und ich bin einfach reingefahren. Ja, mit Enton kann ich aber auch leben. Denn das haben wir noch nicht mal gesehen. Hier, Enton, in meinem Besitz. Bleib mal drin, Quark, Quark. Schön, ein weiteres Pokémon im Höhlen-Pokédex mit Enton. Quark, Quark. Hat ja überhaupt seinen ganzen Sound geändert. Macht ja nicht mehr Enton, sondern Quark, Quark.
Sehr cool. So, Box 2. Also Box fangen 2. Was ist mit dir? Heieiei, um was die sich hier alles kümmern. So, ich glaube, ja, Anton brauchen wir nicht mehr. Anton, ne? Also, danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast, aber ein Anton reicht. Ich verdrehe gerade so ein bisschen meine Augen. Ich habe nichts gesagt. Überbrückung. Wunderbärchen, sofort ein Flottball. So, gucken wir mal, ob es bei Pinsy direkt mit Flottball klappt. Glück gehabt. So selbstverständlich ist das nämlich bei dem Bomber nämlich nicht. Auch heute ein Klassenfang gelandet hier mit Pinsir. Kann sich auch mega entwickeln. Zu einem echt brutalen, aussehenden Pokémon. Ja, Pinsir in unserem Besitz. Aber das Mega-Pinsir sieht schon echt krank aus, muss man sagen. Also ich finde es nicht so gelungen. Schon wieder Pinsir. Bisschen genialer. Sag mal, wie viel TMs gibt's denn hier noch? TM 93 Stromstoß gibt es ja auch. So, bis Zuglevel 3. Boah, das kann Nahkampf. Oh, das kann Nahkampf, Leute. Das kann Nahkampf. Eieiei. Jetzt muss ich ein zweites Pinsir schon einfangen. Warum müssen die so gut attacken können? Hopp. Flieg, Flottball. Flieg. No, nein. Ah. Mist! Ah, bitter! Eieiei, im letzten Moment springt Pinsir raus. Ärgerlich. Ärgerlich, Leute. Mama Donnerwelle. So, Pinsir ist paralysiert. Ich kann jetzt aber leider keinen Flottball mehr werfen. Werfen wir mal Hyperball. Ja, warum? So, wir haben noch Geradax. Das kann mit Zertrümmerer noch schwächen. Überwurf ist nicht schlimm. Bis jetzt alles noch von weniger Bedeutung. Es kann sehr außergewöhnlich sehr viele Kampfattacken, muss man ja schon fast sagen. So, jetzt hat es sogar eine Verteidigungssenkung bekommen. Alter, das sind nahezu fast alles Kampf. Also ich kenne von diesem Movepool von Pinsir eigentlich gar nichts mehr, ne? So, jetzt ist Pinsir relativ geschwächt. Es sollte jetzt eigentlich relativ einfach einzufangen sein. Sollte. Es macht's schwer, ne? Interessanterweise hat es bis jetzt noch kein einziges Mal Nahkampf gemacht. Vielleicht kann es ja gar keinen Nahkampf. Eins. Zwei. Drei. Drin. Geht doch! Geht doch, liebe Spinsier! So, es gibt Erfahrungspunkte. Kein erreicht Level. Für Pinsir gibt es auch keinen neuen Eintrag, denn wir haben bereits einen Pinsir gefangen. Aber das war super nice mit dem Move. Oh, noch ein wildes Pokémon. Dann gucken wir mal. Also, man will ja nichts sagen, aber... Ja, kommt schon relativ häufig auf einmal. So, dann einmal hier runtergeslidet.
Irgendwo muss ja hier noch der Solarstrahl rumgammeln. Bist du Solarstrahl? Ja, du bist Solarstrahl. Wunderbar. Donphan habe ich gerade gehört. Auch Donphan, soweit ich mich erinnere, im Höhlenbogedex. In der Safari-Zone landen mir jetzt aber ganz schön viele Fänge. Soll ich denn da unten hin, Donphan? Du bist mir interessant. Pokédex-Navi. Ja, Anton, es ist ja in Ordnung. Alles sehr verwinkelt, meiner Meinung nach. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir noch nicht. Nö, hier kommen wir aber auch nicht weiter. So. Kokuna? Ach du lieber Himmel, was für alle Pokémon hier zu fangen. Alter, was es hier für Pokémon zu fangen gibt. Meine Fresse. Xatu. Ich hätte aber Natu gebraucht. Meine Güte, warum gibt es manche Pokémon auf einmal nur noch als Weiterentwicklung zu fangen? Das verstehe ich auch irgendwie nicht mehr. So, alle hopp und alle hopp. Hopp, ich will hier hoch. Das ist eine schwere Aufgabe, ich weiß. Ja, hier liegt nichts rum, ne? So, hier sind wir noch. Yay, ein Absolnit. Juhu. Haben wir auch einen weiteren Megastein gefunden. Ich habe ja offscreen schon bereits einige mitgenommen. So, dann können wir hier unten noch lang. So, und dann müssten wir alle Möglichkeiten jetzt aber mal langsam ausgeschöpft haben. Ein Top-Beleber liegt hier noch rum. Jo, das war's jetzt aber hier mit diesen ganzen Safari-Zonen. Safari-Zonen-Wegen wollte ich gerade sagen. Ich kam auf das Wort Wegen nicht irgendwie. Rehorn. Oh, 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 oh. Schon wieder ein Schwarm. Sag mal, was mir anderen für Schwärme begegnen. Heieieiei. Fünf Dodos wollen sich mit Frosty anlegen. Swarming hier. Dabei brauche ich dort kein Dodo mehr. Dabei brauche ich doch kein Dodo mehr. So, nochmal nach oben. Hopp, einmal rüber. Und jetzt nach unten. Ja, hört sich irgendwie an einem Pokémon, das wir eventuell noch nicht haben könnten. Wunderbar. Ein Haspirohr, Level 30.
Nee, nix über Ball. Flottball will ich einsetzen. Schon wieder Schnäppchenfang. Sag mal. Jetzt geht's aber häufig im Schnäppchenfang. Klasse. Hasprior wurde gefangen. Ging ja schnell, ne? Neuer Pokédex-Eintrag. Wir sind mal gespannt. Lass mich raten. Hasprior hat Euron. Hasprior hat Füße. Nimmt es Gefahr, richtet seine Ohren auf. Ja, sowas in der Richtung. Gut. Ich will aber kein Xatu. Ich will Natu. Natu. Meine Güte. Pika, 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 Pika. Und da ist wieder ein Pikachu. Level 30. Raichu habe ich ja bereits. So, Rihorn habe ich auch in der Folge gefangen. Ja, Gibt bestimmt noch viele seltene Pokémon hier. Schon wieder, Kokuna. Ich habe es schon wieder entkommen lassen. Eieiei. Du, Flor. Eines der wunderhübschesten Pokémon überhaupt. Mit dem Sabber nebendran. Ein bisschen Sabber. Das kann ja schaden. Ja, Sabbern. Sabayone. Erinnert mich so ein bisschen daran. Ach ja. Beim Ausverkauf, das war auch so lustig gewesen. Beim Ausverkauf gab es diesen einen Abfalleimer und da stand da, der Abfalleimer aus der originalen Reihe, der Abfalleimer ist leer. Meine Güte. Dass sie sich daraus so einen Witz machen mit diesem Abfalleimer, ey. So. Das war eine erfolgreiche Folge in der Safari-Zone gewesen. Boah, Mann, wie viele Pokémon wir da gefangen haben. Echt, echt, echt. So, dann gilt es dann noch, Rihorn weiterzuentwickeln, ein paar Eier zu legen, das Ei, was wir im Team haben, auszuschlüpfen. Es ist noch einiges zu tun, bis wir Projekt Ovalpin endlich mal abgeschlossen haben. Meine Damen und Herren, eure Unterstützung ist natürlich auch gefragt. Liken und favorisieren auch nicht vergessen, sofern euch die Folge gefallen hat in der Safari-Zone. Ich bin jetzt erstmal weg und erhole mich hier von diesem vielen Pokémon-Fang. Hier, euer Pokémon-Tutorial TV. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play hier. Hier sind noch zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten, nämlich das Pokémon X Let's Play auf der linken und das Let's Glitch der 6. Generation auf der rechten Seite. Liken und favorisieren dieses Videos natürlich nicht vergessen und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch unter dem Abonnieren-Button abonnieren.